Matze, gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hinter dem legendären Pokémon her. Da musst du Lucia helfen. Au, au, was ist denn in den alten Knacker gefahren? Oh, Doppelkampf. Let's go. So. Eine bekannte Taktik durch Nitro-Lagen ist jetzt nein. Mir fällt gerade auf. Dass wir uns eigentlich kaum mal Latte holen könnten. Ja. Okay, Untergeschoss. Da gehen wir jetzt, wir reisen jetzt kurz. Ja, wir reisen jetzt kurz zur bizarren Höhle, habe ich jetzt entschlossen. Wir holen uns kaum mal ab. Aber wie gesagt, das sind viele EPs, die wir da mitnehmen können. Und es wird eigentlich relativ schnell zu Knaxel. So.
finde es so cool, dass unser Outfit nachts leuchtet. Muss ich einfach immer noch sagen, so Flucht. Alter, ich habe ihn nie mal einen Meter bewegt. Blödes Ponita. Das ist doch jetzt ein Witz, ist mir ehrlich. Also, ich drehe mich und zack direkt das nächste Pokémon da. Ich habe mich noch nicht mal vom Platz weg bewegt. Liegt es am Fahrer, dass die Pokémon häufiger kommen dann? Ja, uns Männliches haben wir eh schon Jackpot. Ist es aber leider nicht. Prozent, 4% und 1%. Also jedes Hundertste ist ein Level 17 Kaumalat. 4% haben wir Level 16. Level 15 ist 10%, das ist jedes 10. Pokémon im Schnitt. Ja, das ist dann wohl der Fall von, 1%. 1 von 100. Yes! Wir können hier wieder raus. Kaumalat. Kaumalat, das Landhai-Pokémon vom Typ Drachenboden. Größe 0,7 Meter, Gewicht 20,5 Kilogramm. Dieses Pokémon nistet in kleinen Löchern in Höhlenwänden. Es springt Beute an, die sie zu nahe ranwagt und schnappt zu.
Und später wird es am Ende zu Knackrack. So, Teammitglied Nummer 5. Cute. So klein. Braucht 7 Level. Wichtig jetzt beim letzten Orden. Orden 7 gehört wieder Hundemon. So. Vier Pokémon. Und hier ist ein Hundemon und Empoleon ein. Sehr schön. Why not? Jawohl, sehr schön. Besiegt ist besiegt. Dein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine den Vorfall beim Windkraftwerk. Deinetwegen habe ich eine ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich denn so verwundert an? Du erinnerst dich doch auch an mich, oder etwa nicht? Pah! Dann will ich deinem Gedächtnis mein wenig auf die Sprünge helfen. Ich bin Mars, ein Commander von Team Galactic. Stark und wunderschön zugleich. Was hast du hier zu suchen? Willst du etwa den Helden spielen und deine Freundin retten? Lass ich nicht lache. Keine Chance. Dir werde ich es schon zeigen. Let's go for it. Come on. I've missed you, my lady. Hundemon, grill doch mal bitte Golbat. Okay, Hundemon, grill mal Schnurgast ein bisschen. Thank you.
Staraptor, du bist dran. Sehr schön. Kamulat reicht 19. Bronze wechseln. Oh, ich hasse das. Es ist so dumm, wenn du zweimal A drückst, in dem Menü kommst, in den Tacken drückst, B willst zurück. Zack, abgebrochen. Ja, weil du nur mit dem Pfeiltasten zurück musst. Das ist so bescheuert gemacht. Nahkampf, dann ist es weg, Staraptor, komm. Ja, gut, vielleicht so nicht ganz. Okay, komm schon. Geht doch. Super. Lux dran, du bist dran. Donnerblitz. Na komm, Giftzahn. Schaffst du? Ja. Sehr schön. Weg ist es. Level 20. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Zuerst beim Winkrafer und jetzt hier am See der Wahrheit. Ein Commander von Team Galactic darf seinen Fehler nicht zweimal unterlaufen. Beruhig dich, Mars. Deine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Und diese Mission war ein voller Erfolg. Jawohl, ganz genau. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss erwartet uns bereits im Hauptquartier. Die Pokémon der drei Seen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Saturn hat es im See der Kühnheit so richtig krachen lassen und irgendwie erschien dadurch diese Höhle, in der das Pokémon Vesprit schlief. Vesprit ist bestimmt erwacht, um seinen Freunden zu helfen. Das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert. Jetzt haben wir alle drei in unserer Gewalt. Ich könnte euch überhaupt nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Ja, ich mir auch nicht. Dass ihr unbeschadet davon gekommen seid. Doch was mit dem See der Stärke? Barry in Sicherheit ist? Das weiß ich auch nicht. Muss ich jetzt dahin oder was muss ich jetzt machen? Das ist jetzt auch so komisch. Muss ich jetzt zum See der Stärke? Ja. Aber ich weiß ja, wo sie sind. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur ins Hauptquartier reinmarschieren. Aber ich musste erst nach Blitzach. Warum auch nicht? Gut, wir müssen nach Blitzach, das heißt, wir fliegen nach Ewigenau.